Hier sind wir wieder in der bösen Welt von Mario. Ganz recht, er ist im Hintergrund und düster auf seinem Cooper Jet. Oh ne, Mario Jet, wie nennt man das Ding jetzt? Rum und wir machen uns auf den Weg dahin. Mal sehen, wann wir es endlich dahin schaffen. Jetzt haben wir nochmal ein Level mit Rhinos und Secret Exit. Da erwarten uns bestimmt lustige Dinge. Mal sehen, wie lange ich mal diesmal die Escape behalten kann. Und das Ersatzding dazu. So, eine kleine Vereinfachung durch den blauen Switch wieder mal. Eine kleine Vereinfachung dadurch, dass wir ein Cape überhaupt haben an dieser Stelle da. Und so weiter. Okay, Moment. Ist da noch irgendwas unten? Nee, ne? So, es beunruhigt mich, wenn diese Dinos hier rumspringen. Die sollen mal bitte stillhalten. Können, oh ja. Na gut. Darunter. Wir haben Slowdown. Okay. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel für dieses Spiel. Noch mit den Flammen und alles. Rrr. Das Reset-Röhre? Oder auch nicht. Vielleicht steht das R auch für Recruit Exit. Aha. Oh, shit. Okay, das war nicht mehr vermeidbar, leider. Ja. Es war mit Sicherheit vermeidbar, dass ich da getroffen werde, aber... Ja, was soll man sagen. Okay, die großen kann man nicht wegcapen. So wie den da. Okay. Ja, war das R... Keine Ahnung, warum es da steht, aber es heißt alles andere als... Reset, das heißt nämlich, nö, nö, hier geht's schön zum Secret Exit. Machen wir sofort. Erstmal nochmal hier rein. Das einzige Problem nur ist, hier, das Level bietet keine Capes an, sondern Feuerblumen als Item. Und das ist voll doof. Aber ich nehme mal die Feuerblumen und ich behalte sie auch erstmal, weil das ist etwas weniger schmerzhaft, wenn ich das verliere, das Item. Das heißt, ich will mir meinen Pilz noch ein bisschen aufsparen. So, auch wenn so eine Stelle hier weitaus leichter zu machen ist als Cape Mario. So, ah ja, stimmt, aber ja, das... Diesmal nicht so Slowdown, okay. Aber jetzt mal ehrlich, warum... Ja, was soll denn das? Ui, ja, her damit. Da ist mein Cape. Capey Cape. Oh, oh, okay. Jetzt nicht übermütig werden. Sag ich doch vielleicht übermütig. Nein, danke. Wir haben was Besseres. Okay. Ja, ist nicht ganz so leicht, aber es ist auch irgendwie gar nicht so schwer, dass ich hier gar nicht klarkomme. Also ich finde, in vielen Punkten kriegt das Spiel es eigentlich ganz gut hin, diesen Schwierigkeitsgrad von Super Mario World mit zu capturen. Es gibt natürlich einzelne Momente, meine ich, die vielleicht auch weniger gut gelungen sind, aber oft geht es eigentlich gut. So ein... Ich weiß nicht, es ist halt sehr schwer zu... Ui, beschreiben. Super Mario World selber hat echt ein gewisses Feeling, was nicht mal andere Mario-Spiele haben. Also wenn ich jetzt an Bowsers Levels denke, Bowsers Welt einfach in Mario World, die fühlen sich auch ganz anders an als so eine Bowser-Welt in Mario Bros. 3 oder New Super Mario Bros. Oder sonst irgendwo. Und mit New Super Mario Bros. Meine ich alle 15 Spiele davon eingerechnet. Oder alle offiziellen 4. So, Mario Worlds, ich weiß nicht. Bowser-Level haben ja meistens in der Cave stattgefunden. Dann gibt es dieses eine Geisterhaus, dann gibt es dieses eine, was draußen stattfindet mit den Koopas. Ist schon sowas Einzigartiges irgendwie. Und natürlich wollen viele Hacks nicht einfach das Bowser-Welt-8-Ding nachmachen, sondern wirklich das Mario-World-Feeling. Es ist aber allerdings sehr, sehr schwer zu erreichen, das nachzubilden. Weil selbst Nintendo das nicht mal mehr macht. Ob sie es jetzt können, ist eine andere Sache, ne? Aber es gibt viele Hacks. Es gibt viele Hacks, die versuchen, das aufleben zu lassen irgendwie. Und ehrlich gesagt, ich finde es besser als, naja, Hacks, die dann wiederum viel zu schwer sind, als dass man die ohne Safe State spielen könnte, was leider ein noch größerer Teil ist. Okay, gehst du wieder hoch? Ja. Ah, ich wollte noch weiter fliegen. Okay, aber hier haben wir Slowdown-Probleme. Das liegt halt an den ganzen Flammen, die hier sind. Das Spiel kommt nicht sehr gut klar damit. Da
Da haben wir einen kleinen Sprite Overflow. Was natürlich so ein Level nochmal extra frustrierend macht, aber naja. Gut, gut, hoch. Ich weiß nicht, vielleicht versucht dieses Spiel noch ein bisschen zu abhängig davon zu sein, von welchen Scrolling-Parts und Autoscrollern und Unterwasser-Autoscrollern abhängig zu sein, irgendwie viel die zu verwenden. Ich glaube, das gab es in Mario World selber nicht so oft. Jetzt habe ich leider meine Gelegenheit verpasst. Jetzt müssen wir noch länger hier warten. Oder? Ja, ich komme auch so durch. Okay. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht an so viele Autoscroller in Mario World erinnern. So, jetzt bitte nicht abkacken an Resmo. Das wäre echt peinlich. Oh, es war kurz knapp. Aber ignorieren wir das. Okay. So, das Problem an Resno ist, es ist so ein leichter Boss, dass man dann ein bisschen zu locker manchmal die Sache angeht und dann irgendwie geht das dann schief und dann ist das an Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen. Okay, coole Abkürzung. Dazu später mehr. Erstmal gehen wir da lang. Was hat es, dieses Deep Creep? Spin Jump Action. Okay. Also hier, ne? Durch die Dinger durchbohren. Alles klar. Wir kriegen auch relativ viele Cape Sets in den Leveln, ne? Ich weiß gar nicht. Haben wir nicht. Jetzt erinnere ich mich nicht mehr so gut. Aber am Anfang vom Spiel war das nicht so, dass wir da so gut wie gar keine Capes hatten, erstmal. Oh! Mist. Das kam mir jetzt sehr blöd. Vielleicht ist das Spiel so nett und gibt mir nochmal ein Cape. Vielleicht genau hier? Nein. Vielleicht genau da unten, weil ich hier durchgekommen bin? Ja, okay. Nice. Also wäre ich kleiner Mario, hätte ich das nicht bekommen. Ausgerechnet dann, wo ich es am meisten gebraucht hätte, ironischerweise. Nein, danke. Das tötet ihn nicht. Okay, welchen Weg gehen wir? Ich glaube, der hier spricht mich gerade ein wenig mehr an. Weg mit dem Knochen. Ich kann auch so da hoch, ne? Ich muss jetzt nicht da diesen Weg da frei machen und sowas. Okay, das habe ich verpasst. Check. Checky check. So. Oh, okay. Manchmal sieht man die Sachen echt ein bisschen zu spät. Ja, jetzt gibt es da keinen coolen unteren Weg. So, aber ich weiß nicht, ob es am Cape selber liegt, aber ich komme hier richtig smooth durch. Ohne Probleme. Das ist jetzt doch ein Problem. Dann lass mich hier runter und dann kann ich hier da das Cape nehmen. Bevor ich mich da oben in der Gefahrenzone da die ganze Zeit aufhalte. So, und wir kriegen immer so minimale Hilfeleistung, Hilfestellung. Dadurch, dass wir die Switch Palaces gemacht haben. Das ist auch mal ganz nett. Folgen wir mal den Münzen hier. Ah ja. Yeah. Das war cool. Hat Spaß gemacht. Das war so ein Action-Level. Ich weiß auch nicht. Das war unkonventionell, weil es halt mehr nach unten geht. Nicht von links nach rechts. Es hat aber keinen Autoscroller gehabt. Es war alles in meinem Tempo. Hat Spaß gemacht. Anders als das hier, was komplett unter Wasser stattfindet. Diese Gewässer wurden mit giftigem Müll in Kontakt hier in Berührung gesetzt. Für zu lange Zeit. Was manche Zonen zu kontaminiert macht. Bitte seid dort vorsichtig. Also es gibt, kurz gesagt, Wasser im Wasser und das Wasser im Wasser ist giftig. Hab ich recht? Und kann mich verletzen, wenn nicht sogar töten. Mit einem Schlag. Okay, dann achten wir mal drauf. Ich meine, wir sind ja jetzt schon in so einer Grütze. Ich meine, manchmal ist Mario echt bereit, Wege zu gehen, wo andere sagen würden, ne. Mario geht rein. Weil ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, in diesen Toxic Waste Müllsee reinzugehen. Mario sagt aber, oh, ich mach's. So, vorsichtig. Ich würde echt gerne das Cape behalten. Vollblume wäre auch nicht so schlecht gewesen, meine ich.
für dieses Level hier. Okay. Ich meine, das hier ist zum Beispiel kein Autoscroller, aber... Und wir sind in unserem eigenen Tempo unterwegs, aber unser Tempo ist halt nur so und so schnell unter Wasser. Das ist es halt. Aber... Ja, ich verstehe, dass es nicht ganz ohne geht, Unterwasserlevel. Aber ich finde, das spielt recht viele davon irgendwie im Vergleich. Also ich kann jetzt nicht mitzählen. Oder vielleicht könnte ich mitzählen, aber ich tue es einfach nicht. Aber ich würde mich mal interessieren, wie viele Wasserlevel es gibt. Und mit Wasserlevel meine ich nicht nur die, die komplett unter Wasser sind, sondern die, die auch Wasser haben, wo man reinspringt, wo man aber davon abhängig ist, im Wasser zu sein. Macht das Sinn? Und das sind echt viele. Jetzt bestimmt nicht die Hälfte oder sowas, aber... Keine Ahnung. Ein Viertel, ein Fünftel vielleicht? Okay, aber wir haben's. So. Ich weiß nicht. Es gab... Ich fand diese Unterwasserwelt selbst, die im Welt 5 war, die war noch ein bisschen anspruchsvoller. Als die Bowser, Mario, was auch immer, Final Welt hier. Bullet Bill Bastion. Mal sehen, ob sich das hier ändert. Ich warte immer noch auf super schwere Challenges. Gerne zwei davon. Für solche Aktionen hier, damit ich die einfach alle wegflippen kann, ist viel wert. Okay, bin ich nicht auf ihm gelandet? Ja, ich bin tot. Ich habe nicht mal mein Kack-Cape bekommen am Ende. Ja, toll. Es ist wieder dieselbe Leier. Das Spiel ist viel zu schwer, sage ich doch die ganze Zeit. Jetzt gibt es ja keine Capes mehr. Es gibt nicht mal mehr einen Pilz für mich. Oh Mann. Schieß. Sehr fieses Timing. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, links war jetzt nur eine Mario Coin oder sowas. Okay. Sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, wenn man keine Power-Ups am Start hat. Da bin ich gar nicht mehr so Mr. Smooth. Überall Durchgleiter. Schieß. Komm. Okay. Da ist der Checkpoint. Sehr wichtig. Okay. Nochmal. Ja, jetzt kann ich. Bitte Cape. Yes. Ich meine, gucken, wie lange er diesmal hält. Ich hatte gar keine Wahl. Was für eine lustige Stelle war das denn? Ich musste geduckt sein, um dem Banzai-Bill, dem Dicken, da auszuweichen. Konnte aber dann keinen Schlag machen gegen den kleinen Bullet-Bill. Ja, toll. Also, es war so eine richtige Lose-Lose-Situation für mich. Okay. Wie auch immer das gerade gut gegangen ist. Okay, schade. Ich habe das Gefühl, wir sind kurz vom Ende. Ich wusste es. Ja, ja, ja. Ich wusste, da kommt noch einer mehr. So, aber gewonnen. Puh, jetzt muss man doch ein bisschen. Ja, an seine Grenzen gehen. Also, sieht schon anders aus, wenn man halt keine Capes mehr hat hier. Hier mein Geist aus. Ich wette, The Final Hound hat ein Secret Exit. Und anscheinend, Entschuldigung für die lauten Sirenen hier mal wieder, aber anscheinend musste ich gar nicht mal das Level gemacht haben, um da hinzugehen. Aber ich kann hier nichts machen. Ich kann da nicht rein. Vielleicht muss ich das ja doch erst freispielen. Ich glaube, das war ein kleiner Fehler oder so.